Ready. 360 Football hier und heute antworten wir auf folgenden Kommentar. Ihr seht ihn hier eingeblendet und wir geben unsere Meinung ab. Und zwar Tipps zu sehr kleinen und sehr großen Spielern, wie man da profitieren kann, auf was man achten muss. Let's go! Gerade im Juniorenalter kommt das oftmals vor, dass die Größenunterschiede recht krass sind. Und gerade die kleinen Spieler können sich dann oftmals nicht so gut durchsetzen im Zweikampf oder können den Ball auch nicht so gut halten und sind dann dementsprechend kurzfristig, bringen sie der Mannschaft weniger Resultate und werden auch weniger gut eingestuft deswegen. Und dann kommen auch oftmals Eltern zu uns und fragen sich, ja, was kann man in dieser Situation überhaupt machen? Und da geben wir auch noch später einige Tipps dazu, wie man damit umgehen kann. Und in dieser Situation gilt es dann, den Kopf nicht hängen lassen, weiter hart zu trainieren, denn irgendwann wird sich dieser Unterschied ein bisschen verringern und mit beispielsweise Krafttraining kann man auch viel robuster und stärker werden und die Defizite dann im Zweikampf auch ein bisschen aushebeln. Zusätzlich hat man auch als kleiner Spieler natürlich Vorteile. Mit dem tieferen Körperschwerpunkt sind viele kleine Spieler natürlich wendiger und wir sehen, dass es auch Riesentechniker gibt, wie beispielsweise Messi oder Verratti. Und das heißt, wenn man klein ist, logischerweise überhaupt nichts verloren. Aber im Juniorenalter kann es teilweise ein bisschen schwieriger sein, sich durchzusetzen. Aber wenn man langfristig denkt, ist das oder muss das überhaupt kein Problem sein. Neben diesen Punkten ist natürlich vor allem auch die Positionswahl entscheidend, dass man da die Stärken je nach Körpergröße besser einsetzen kann. Und da beispielsweise unserer Meinung nach als eher kleiner Spieler, meistens sind sie ja flink und wie vorgesagt, soll man auf die technischen Sachen vor allem auch achten. Dann bietet sich Flügelspieler an, aber auch vielleicht dann Mitte-Mitte-Spieler. Je nachdem auch ein Außenverteidiger, wenn die Ausdauer sehr gut ist. Und dann als großer Spieler bietet sich natürlich die Innenverteidigungsposition etwas mehr an. Und so kann man natürlich die Körpergröße dann auch besser einsetzen, aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Fabio Cannavaro war zum Beispiel auch ein sehr kleiner Spieler und war Innenverteidiger, aber es gibt trotzdem schon eine Richtlinie. Je größer du bist, wahrscheinlich bist du Kopfballstärker oder in einer Mannschaft, wo auch viele lange Bälle gespielt werden oder es einen Stürmer braucht, der den Ball vorne gut halten kann, dann ist man dort natürlich als großer Stürmer auch nochmal eher prädestiniert, um diese Bälle auch aus der Luft runterzuholen und zu halten. Wenn du kleiner bist, wendiger mit dem Ball. Also da schauen, was die Stärken und Schwächen sind und dementsprechend für die Position richtig einsetzen. Neben der Positionswahl fragt es sich dann natürlich auch, wie man zusätzlich trainieren kann. Und an der Stelle erstmal, ja, jeder muss zum Beispiel technisch gut sein, egal ob groß oder klein. Jeder sollte im Idealfall schnell sein, egal ob groß oder klein. Aber ich sage jetzt mal, als kleiner Spieler kann man die Stärken mit der Ballkontrolle, Wendigkeit etc. noch ein bisschen mehr trainieren, dass man da noch ein bisschen mehr herausstechen kann, aber einem gewissen Niveau. Und als großer Spieler beispielsweise die Kopfballstärke noch mal weiter ausbauen, dass man sehr gefährlich ist vor dem Tor oder als Innenverteidigung jeden Ball runterpflückt. Zusammenfassend also alles auf ein gutes und solides Niveau bringen, aber dann je nach Körpergröße und dementsprechend auch je nach Stärke etwas noch mehr trainieren, um noch mehr auffallen zu können und dann kommt man weiter. Ich hoffe, diese Einschätzung hat dem einen oder anderen da draußen geholfen und natürlich kann man auch als kleiner Spieler Innenverteidiger spielen oder Stürmer oder was auch immer. Aber das ist ein bisschen unsere Meinung dazu und sehen wir auch im Profifußball. Und diese Dinge kann man schon ein bisschen beachten und daher noch ein bisschen mehr profitieren, je nach Größe. Und an all die Kleinen da draußen, die jetzt im Juniorenalter sind und ein bisschen Mühe haben, bleibt dran, habt Geduld und eure Stunde wird auch kommen. Von dem her einfach weiter Gas geben. Schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes drehen sollen oder ja, über welches Thema wir sprechen sollen, je nachdem. Und ja, auf Instagram folgen, abonnieren, liken und bis zum nächsten Mal.